Und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, wir spielen mal wieder Noble Horse Champion auf horsesgame.com. Wer es noch nicht gespielt hat, gerne mal reinschauen. Ein sehr, sehr tolles Spiel. Wird immer wieder fleißig dran gearbeitet. Wir können ja mal gucken, ob hier bei den News und Updates schon wieder etwas Neues steht. Da wird noch einiges getan. Earn Diamonds. Oh, da wird auch dran gearbeitet, dass man Diamanten sich erarbeiten kann. Sehr, sehr nice. Da gibt es jetzt noch nichts Neues. Aber wenn wir in die Übersicht schauen, beziehungsweise mal auf die Startseite gehen, da sehen wir, dass das Halloween-Event noch bis zum 11.11. läuft. Also wer noch nicht da reingeschaut hat, gerne reingehen. Die Pferde sehen schaurig gruselig aus. Und was am ekligsten ist, ist diese Spinnen. Ah, ich mag ja überhaupt keine Spinnen, wobei die gehen jetzt noch. Die sind recht süß gezeichnet. Ja, ich wollte erst auf Nein tippen, wo gefragt wurde, ob die kommen sollen. Aber da war es schon so viel Ja, dass ich gedacht habe, da macht mein Nein auch nichts mehr aus. Aber damit kann ich jetzt hier leben. Sind ja keine echten. Und denkt dran, alle Fohlen, die während des Events gezeugt werden, kommen innerhalb von 6 Tagen auf die Welt. Auch wenn das Event schon abgelaufen ist. Also flugs die Stuten decken lassen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das wäre dann wirklich gut. Ja, kommen wir aber zu meinen Updates. Das heißt also, was hat sich so getan? Ich habe nochmal eine Stute verkaufen müssen, um so ein bisschen Platz zu schaffen und auch weil sie von den Werten her jetzt nicht so war, dass ich gesagt habe, okay, die muss unbedingt bei mir bleiben. Aber kommen wir mal zu meinen Fohlen. Da habe ich zum einen die Helene mit dem Rufnamen dann Lene, fand ich einfach super schön den Namen. Und ja, Stammbaum gucken wir uns mal an. Das ist von Heart's Touch und der Vater ist Sunlight. Von dem hat sie dann wohl auch viel von der Farbe geerbt. Wir gucken uns die Details an. Gesundheit 442, Charakter 228 und Exterieur 237. Ich denke, da brauche ich mich nicht beschweren. Farbe ist auch sehr, sehr schön geworden. Wir gucken uns das Potenzial an. Da haben wir das Potenzial im Western mit 14. Alles andere ist so ein bisschen weniger, halt eben Rennen noch mit 9. Aber ich denke, dass ich sie hier Western ausbilden werde und das passt dann halt eben am besten. Die braucht leider eine eigene Box. Ja, ich weiß. Ich habe ein riesiges Platzproblem. Drei Fohlen noch, die noch Platz brauchen. Aber ich arbeite dran, wie ihr sehen könnt. Ich bin kurz davor, Level 9 zu erreichen. Und dann kann ich ja einen zweiten Stall dazu bekommen. Und habe dann wieder Platz für andere Pferde. Und da freue ich mich am allermeisten drauf. Ja, dann haben wir hier Glory Day. Rufname Glory. Abstammung ist hier, der Vater ist Winchester und die Mama ist Jeannie. Und von der Jeannie hat sie so einiges mitgekriegt, vor allen Dingen das Farbliche. Hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass Winchester sich so ein bisschen durchsetzt, da ein bisschen mehr Fuchs rauskommt. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Wir gucken uns die Details an. 422 in der Gesundheit, 213 im Charakter und 181 Exterieur. Das ist recht ordentlich, also auch da bin ich sehr, sehr zufrieden. Das Potenzial, ja, haben wir hier auch ebenfalls im Western. Military mit 8, Springen mit 7, ja, das Dressur mit 7, das ist eher also wirklich schon hier wieder Western, wo halt eben die Ausbildung hingehen sollte. Ja, braucht allerdings auch eine eigene Box. Ach, ist schon schlimm. Ja, dann haben wir hier Friday's Melody Dream. Habe ich mit Rufnamen Splashy, weil halt eben das so ein bisschen aussieht, als wenn hier so ein bisschen, ja, Wasser
Schwarzes halt eben ins Gesicht gesplasht ist. Deswegen habe ich gedacht, das passt ganz gut. Wir gucken mal in die Details rein. 436 Gesundheit, 235 im Charakter und 214 im Exterieur. Auch da nichts zu meckern. Muss auch mal sein, mal kein Mimimi. Aber Fridays Melody Dream, ja, bin ich noch so am Überlegen. Eigentlich möchte ich sie nicht so gern verkaufen. Ja, ich überlege mir das noch. Also erstmal ist sie jetzt drin. Wenn sie weg ist, ist sie weg. Ansonsten schaue ich mal. Ich finde dieses Schwarz da im Gesicht, ja, ist so ein Ding, weiß ich nicht, ob ich das haben möchte. Wir gucken mal in die Abstammung. Dream of Melody und Friday Night. Da habe ich auch eher dann gehofft, dass sich das so ein bisschen auch in der Farbgebung zeigt. Aber sie ist jetzt halt eben sehr hell. Kommt wahrscheinlich von Tiger's Paint. Ne, der hat sich so ein bisschen durchgesetzt, der Vater von Dream of Melody. Die ich, glaube ich, nicht mehr habe. Genau, Heart habe ich noch, aber Dream of Melody habe ich weggegeben, um eben Platz für dieses Fohlen zu machen, für Filou. Filou, ja, stammt ab von meiner Windprinzessin und der Vater ist vom Dusk Till Dawn. Und von dem hat er wohl auch die hübsche Färbung bekommen. Wir schauen einmal in die Details rein. 446 Gesundheit, 280 im Charakter und 234 im Exterieur. Also der wird auf jeden Fall bleiben und der geht auch später in die Zucht. Auch wenn ich die Hannoveraner nicht mehr ganz so groß halten wollte. Ja, irgendwie bleibt dann doch das Herz da hängen und der ist ja auch wirklich toll, ne? Auch von der Färbung her gefällt er mir sehr, sehr gut. Wir gucken mal gerade die weiße Nase hier, die hat er vom Papa auf jeden Fall gekriegt. Ja, ich hoffe, er wird genauso hübsch. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Windprinzessin die Scheckung überhaupt nicht weitergibt, obwohl ich die sehr, sehr gerne mag, aber irgendwie ist das mit der Scheckung bei den Hannoveranern nicht so gang und gäbe. Naja, man kann nicht alles haben, aber ich will auch nicht rummeckern. Potenzial gucken wir uns noch an von dem jungen Mann. Das ist dann wiederum recht ausgeglichen. Military 15, Springen 15, Dressur 12 und Rennen auch 15. Also der ist noch nicht ganz so klar, wohin der Weg dann wirklich geht. Das wird sich wahrscheinlich im Laufe des Trainings dann halt wirklich zeigen, in welche Richtung wir da wirklich hingehen mit ihm. Ich fände gar nicht mal schlecht, wenn man so ein bisschen ins Military geht. Ist so ein bisschen von allem dann mal drin. Ach, mal schauen. Na, aber der geht definitiv irgendwann in die Zucht. Ja, ich habe so ein bisschen meinen Stall ausgebaut. Deswegen ist mein Geldkonto da ein bisschen niedrig. Ne, habe so ein bisschen meine Boxen ausgebaut, soweit das eben irgendwie ging. Ach ja, genau. Edith. Edith ist mittlerweile auch trächtig. kriegt am 8.11. ein Fohlen. Ja, ne? Und bin sehr gespannt auf das Fohlen, was dann kommen wird. Genauso habe ich noch einige andere gedeckt. Windprinzessin bekommt am 7. ihr Fohlen. Ginny bekommt am 7. ihr Fohlen. Dreamy ebenfalls am 7. Ayana am 7. Dann Sandy. Sandy kriegt auch am 7. ihr Fohlen. Die hat sich auch prächtig gemacht. Sieht so ein bisschen schaurig komisch aus, ne? Mit diesem Skelett dann halt eben. Ja, Cascada habe ich wieder decken lassen. Die kriegt auch am 7. ein Fohlen. Und Goldie ebenfalls. Ja, Edith ist die einzige, die sich einen Tag länger Zeit lässt, aber auch das ist in Ordnung. Dann entlasse ich euch auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal habe ich auch ein bisschen Platz für meine Fohlen. Und dann
Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht ein Abo, wenn ihr neu seid. Dann herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und fühlt euch wohl. Wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, gerne auch ebenfalls unten in die Kommentare rein. Ich werde demnächst auch noch ein paar neue Spiele hoffentlich reinbringen. Und da wollte ich euch mal fragen, inwieweit da euer Interesse auch vielleicht an Horror besteht. In Richtung Zombies, in Richtung Monster, so ein bisschen. Ich will nicht zu viel verraten, deswegen ist das so meine Frage. Und ob ihr euch Streams von mir wünscht? Wenn ja, welche? Ich habe ja so ein paar Sachen schon auch als Let's Play gezeigt. LS19 wäre eine Sache, würde ich gerne versuchen vielleicht. Also Landwirtschaftssimulator 19. Eurotruck Simulator 2 kann man wunderbar streamen. Da kann ich wunderbar mit euch quatschen und einfach nebenbei fahren. Life is Strange könnten wir mal wieder streamen. Oxenfree hatte ich auch mal als Let's Play. Ist so ein bisschen storybasiert. Finde ich als Stream wahrscheinlich einfacher, als es jetzt als Let's Play zu machen. Ja, Wreckfest hatte ich auch mal gezeigt gehabt. Hat nicht ganz so dollen Anklang als Let's Play, aber vielleicht als Stream ganz interessant. Das ist ja das Spiel, was so ähnlich wie Stockcar-Rennen ist. Das sagt einem vielleicht eher was, was der Stefan Raab damals gemacht hat. Hätte ich auch Bock drauf. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch Streams auf Twitch von mir sehen. Ich bin so ein bisschen gerade am Basteln und muss noch so ein bisschen gucken, dass die ein bisschen ruckelfreier werden, aber so nach und nach wurschtel ich mich da rein. Mir geht es in erster Linie auch um den Austausch mit euch, mal ein bisschen mit euch zu quatschen und das macht mir einfach riesigen Spaß. Ja, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare, was ihr euch da wünschen würdet. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Ciao, ihr Lieben!